geht ab. Servus, Jungs. Wieso mussten wir uns vorher auf Tier treffen? Tradition. Gleich. Gelbes Gebiet, sehr gut. 21 bis? 2, 3, 4 Uhr, keine Ahnung, ich hab nicht reingeschaut. Also machen die auch mit zu. Das Gebiet dort ist ernsthaft gerade. Das sind 7, 8 Stück nebeneinander. Ich hatte am Anfang des Abends gerade eben noch gesagt, heute wird vorsichtig gefahren. Nicht mal für 100% IV Dragoran macht der Faxen. 3 Blitzer sind im Komm, einer ist gerade gekommen, heute, vor ein paar Tagen. Ja. Und gerade eben an der Straße direkt hart gebremst schon wieder. Das, was soll ich machen? Bin echt gespannt später, wenn Tati dabei ist. Zum ersten Mal fährt dann Tati mit Bergisch. Was? Tati schon öfter mit mir gefahren? Zum ersten Mal seit langem. Schlecht. Okay, das stimmt, seit langem weg. Tati mag mein Fahrstil überhaupt nicht. Zu geil. Überhaupt nicht wirklich. Papador. So scheiß. Oh Gott. Es ist auf Kamera. Oh mein Gott. Kein Kommentar, Mann. Ihr müsst wissen, ich bin nicht der sicherste Fahrer. Ja, Honk, du sagst ja nichts. Tati kommentiert jeden Move, Alter. Perfekt rot, habe ich gehört, für uns. Was ist denn rot? Oh mein Gott, 802. Oh mein Gott, tu mal nicht so. Saftig, Mann. Du so. Was war denn das, Alter? Ich war beeindruckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Hong. Und es war kein Unfall, Jungs. Nee, wenn die Kamera hinfällt. Das war nur ein Prank. Oh mein Gott, hat sich befreit. Ja, aber 800 ist schon saftig. Ist es das 100%? Das müsste sein. Das wäre sonst Insta-Fail. Oh yes, ich kann es dir gleich sagen. Großartig wäre, also mehr kann ich nicht sagen. Ist er? Ja, ist er. Oh mein Gott. Das sind eh nur 25 Punkte. Wir entwickeln jetzt unsere Evolis. Aber ich kann das nicht umbenannt. Vielleicht wird es jetzt Blitzer. Ich glaube, das ist so. Ja, egal. Ja, du machst aber auch. Ja, ich mach aber. Machen wir nebeneinander. Okay, dann warte. Mein Gott. Eins, warte. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, meiner entwickelt sich früher. Zweimal Blitzer. Oder nicht Flamma. Aquana einfach. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, tot! Ich glaube, weil wir es umbenannt haben. Ich hoffe, es kommt immer Blitzer, wenn man es umbenennt. Oh mein Gott, Donnerblitz. Okay, es hat genau selber Attack. Ich mache noch eins. Ich mache 100%. Okay. Also ich hoffe es. Machst du nicht? Komm, mach auch! Eins noch, Honk! Oh mein Gott! Komm schon! Damit ist meine Reserven verbrochen. Nein, Mann, komm, einer geht noch. Ja, sag, welchen, wie viel Ding? Was? Wie viel WP? Den habe ich dann wahrscheinlich auch. Der nächste. Oh mein Gott. Einer geht noch, Alter. Der kommt eh oft genug. Eins, zwei, drei. Jetzt dein Auftritt. Ich leide, Mann. Ich leide End. Obwohl, wenn jetzt Aquana wäre, wäre es perfekt. Da habe ich alle 300. Das wäre perfekt für dich, ja. Komm schon. Ja! Oh mein Gott, richtig glücklich. Ich bin ends glücklich. Ja, Mann, alle drei perfekt. Ih, Aquawelle. Ey, wieso hat der nur 2-4? Ah, das ist gar nicht der 30. Ey, schon der doch, End. Ja, jetzt brauche ich nur noch Aquana. Aber ich entwickle nicht noch einen.
Hat der Energy Drink von Borgisch. Das ist echt nicht normal. Alter, der Koffeingehalt ist echt nicht normal. Ein Liter? Oh mein Gott, 300 Milligramm Koffein. Wisst ihr, was gefährlich ist? Wenn man von den drei Dosen trinkt. Okay, wer trinkt so viel, Mann? Aber das kommt auf fast 1 Gramm Koffein. Das ist lebensgefährlich, ohne Scheiß. Das heißt, man könnte einfach 3 Kleine kaufen. Ich hab davor noch gesagt, eigentlich wird es heute keine so lange Nacht. Schauen wir mal. Bagisch will die Map noch ausnutzen. Ja. Heute war sie in Gefahr. Ich weiß echt nicht, ob die noch so lange halten wird. Spendet! Ich spende heute auch. Ich habe echt Angst gekriegt, ohne Scheiß. Der kriegt von mir Ende dieses Monats, wenn mein Lohn kommt, 5 Euro. Sehr gut. Die nächsten zwei AGs sind in einem Friedhof. Aber man kann sie, glaube ich, von außen noch erreichen. Parkfriedhof. Bei dem waren wir noch nie. Also ein neuer Friedhof. Auch nicht schlecht. Checken wir alle Friedhöfe in München ab. Seht ihr es? Saftig, zwei gelbe Arenen. Saftiger Energy Drink von Borgisch. Ihr wisst, für den Friedhof kriegt den Power Bonus wie in Yu-Gi-Oh! Sind echt saftig. Weil der, wer hier reinkommt und die einnimmt, der muss schon echt Hass auf Gelb haben, Mann. Gradlichte. Holen wir uns sie nicht? Bestimmt Geld. 1,50. Ist das noch offen? Ja. Das heißt, jeder gibt, also jeder Mörder kann das. Das ist perfekt. Oh mein Gott, die nächste Arena, die wir ansteuern wollten, wurde übernommen von den Blauen. Es wurde nicht aktualisiert auf der Map. Philipp, was ist da los? Konzentrier dich mal mehr auf die Arenen, nicht nur auf die Pokémon. Ich wollte eigentlich weiterfahren, aber Bagash hat vorgeschlagen, dass ich den jetzt zerstöre. Ihn ein bisschen demoralisiere. Oh mein Gott, Jungs, Hong versucht mit Diplomatie. Er geht zu ihm hin und redet. So geil. Richtig krass, Jungs. Er geht zum Typen hin und redet jetzt mit ihm. Ich habe gesagt, dass Hong sagen soll, wenn der Typ stur bleibt und sagt, nein, nein, ich greife an, mir egal wer du bist, dann soll Hong ihm sein Level zeigen und seinen fetten Beutel machen. Er hat gesagt, er hat noch 66 Beleber. Echt jetzt? Ja, du hast mehr? Ja, ich habe 50. Ja, wie machst du das jetzt? Wieso hast du nur 50? Ich hab immer noch 50. Geh runter für Bälle. Echt jetzt? Hat er sich nett angehört oder ist er aggressiv? Aggressiv, Mann. Oh mein Gott. Also 66 Beleber und dann direkt wieder Fenster zu. Echt jetzt? Ja, Mann. Oh mein Gott. Also ich battle mich hier gerade mit einem bei der vorletzten Arena. Schon seit 30 Minuten push ich dagegen. Bagsha hat vorgeschlagen, dass ich mit ihm rede. Ich so, wie lange hast du noch vor, hier zu bleiben? Er macht Fenster runter, er sagt 66 Beleber habe ich noch, dann macht er Fenster wieder auf. Ich so, alles klar. Okay, richtig Battle. Ich würde bis zum Tod, Mann. Oh mein Gott, ich will aber nicht, Mann. Echt jetzt? Ich will weiterfahren. Ja, das sind eh nur, wie viele, das sind ja nicht mehr so viele, oder? Wir sind 5 drin, wie viele sind hier noch? 3 gelb oder so? Eine nur noch die und die nächste. Ja, dann mach's doch perfekt fertig. Er haut die nächsten uns auch runter, glaub mir. Er hat keine Beleber mehr, Mann. Jetzt hat er welche, die musst du ihm jetzt wegnehmen. Okay, Mann. Du füllst ewig schnell auf wie er. Jetzt gehört, weiter geht's. Aber der muss ganz gegen Endrate kämpfen, ohne Scheiß. Aber für ihn wird's auch nicht leichter. Ich weiß nicht, Mann. Ich kämpfe immer noch gegen ihn. Ich weiß echt nicht, was das werden soll, Mann. Es geht jetzt seit 40 Minuten. Ja. Ohne Scheiß, seit 40 Minuten jetzt.
Der ist echt hartnäckig. Der ist immer noch. Normale Leute haben nicht mal Lust, eine normale 10-Arena platt zu machen. Ja, Mann. Also ich mache immer noch weiter, obwohl einer dagegen pusht. Das sind jetzt 50 Minuten. Das ist echt krank, Mann. Ich glaube, das war's fürs Erste. Sie ist zwischen 3 und 4. Ich krieg jetzt immer Fehler. Zu viel gekämpft, GPS. Er ist ein bisschen näher an der Arena, bessere Lage. Schauen wir mal, was er macht, nachdem er sie fertig hat. Wir können gerne bei der nächsten Arena weitermachen. Ich habe noch keine Beleber benutzt. Diese Runde geht an dich. Aber verteidigen ist auch viel schwieriger, Mann. Wir haben jetzt die letzte Arena gemacht, die vorletzte haben wir hier verloren. Er hat sie weiß gelassen. Er war schlau genug. Ansonsten hätte ich seinen Namen gesehen und dann hätte ich ihn gejagt. Er wäre nicht mehr sicher vor mir gewesen. Ihr wisst, Philipp kann alle Namen sehen in den Arenen. Da hätte ich ein bisschen Geld bezahlt, dann hätte ich gesagt, Philipp, nimm mir jede Arena von ihm. Dann tschüss, mein Freund. Aber ich werde jetzt was da reinstellen. Ich habe keine Angst, dass er meinen Namen kennt. Er soll ihn kennen und fürchten. Bad Boy Buddha. Dann hoffe ich, dass meine gelben Freunde die Arena schnell wieder aufbauen. Jetzt machen wir noch Bausch. Rote Arena für ihn. Ja. Wir wollten eigentlich Tati jetzt dann auch holen, aber er ist zu müde. Erste Arena, die wir für Bausch machen wollten. Mein Gott. Ist wieder eine tote Arena. Ihr habt es beim letzten Video gesehen, da hatten wir noch einen entdeckt. Aber Bargisch hat jetzt in letzter Zeit vor kurzem herausgefunden, wieso das ist. Erzähl mal. Genau. Und zwar, wenn gebannte Typen in der Arena waren und dann gebannt werden. Das Komische ist, die werden irgendwie nicht gelöscht oder Niantic macht es nicht. Okay. Und dann bleibt die Arena halt so mit dem Pokémon von dem gebannten Typ. Und wenn man angreifen will, geht das nicht mehr. Da kommt immer ein Fehler, auch die Pokémon drumherum. Richtiger Virus in dem Gebiet dann. Ganz krass. Also uneinnehmbar. Ist halt, dass die Typen Glück haben, ja, die schon in der Arena sind und nicht gebannt sind. Die haben wirklich. Ah, die sehen ihr Pokémon nie wieder. Scheiß du. Deine Arena sicher. Jeden Tag 10 Mal. Ja. Wir haben uns schon gewundert. 8 war die, aber relativ schwach. Sehr schwach, habe ich noch nie, nie gesehen. Das war so vor 3 Monaten Level. Circa. So, war die Arena vor 3 Monaten. So alle so 1,4, 1,5. Der ja. Größte hatte so 2,1. Ja. Links abbiegen auf Gänse-Liesel-Straße. Nächstes Abenteuer mit Bargisch. Wir sind hier für eine Arena auf ein Schulgelände gefahren. Alter, mein Herz ist gerade fast stehen geblieben. Polizei ist gekommen, hat uns aufgehalten. Wieder Kontrolle, dies, das. Hätte auch schlimm ausgehen können. Alter, mein Vater hat mich gerade umgebracht, mal glaubt mir. Ja. Nur gesagt. Schulgelände wieder verlassen. Weißt du, was die jetzt sagen? Ich dachte, sag jetzt Auto aussteigen, wird jetzt abgeschleppt oder so. Okay, das wäre schon hart. Das wäre endtypisch, Mann. Aber irgendwie die Pokémon Go-Spieler sehen die harmlos, Mann. Ja, Mann. So, ich mach die App nicht aus, mir scheißegal. Ich hab's direkt ausgemacht. Alter, hast du gehört, meine Stimme hat sich verändert beim Typen. Oh, der Endslide, Mann. Das war's von uns. Bargisch musste gerade ein bisschen leiden, wieder ein bisschen Stress mit der Polizei wegen ihm, aber wir sind heil davon gekommen, heil nach Hause angekommen. Ich musste auch ein bisschen leiden, das war echt ein krasser, harter Kampf. Unfassbar, dass ich so einen Verrückten getroffen habe. Ich musste danach eine Woche lang meine Pokémon heilen, das war echt krass. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist Serious Business.